Hallo, willkommen zu dem einzigen Infovideo mit realistischen Maßstäben, schätze ich. Ich muss bei der Namensgebung bleiben. Auf jeden Fall gibt es zwei Dinge, die ich anmerken will. Eine Sache ist sehr temporär, das heißt, diese Information wird in ungefähr einer Woche komplett belanglos sein. Und zwar das Nutella-Video. Wie ihr euch daran erinnert, war das kurz online und dann war es weg und dann nochmal kurz da, weil ich dann von privat wieder öffentlich gestellt habe und dann war es wieder komplett weg. Grund dafür war zum einen, die Szenen in der Küche waren etwas überbelichtet, was nicht schön war, und zum anderen das tatsächliche Problem. Ich habe eventuell markenrechtlich den einen oder anderen Fehler gemacht und damit meine ich, dass ich sehr viel Nutella als Überbegriff verwendet habe und ich weiß nicht genau, wie es aussieht an der Front, dass er sagt, ich wirklich nicht machen sollte. Das heißt, ich habe einfach im Endeffekt das Video nochmal ein bisschen überarbeitet. Um zum einen, ich meine, es war komplett überbelichtet, dann war der Nutella-Faktor und das sind beides Dinge, die nicht allzu optimal sind. Und mir war wohler dabei, wenn ich es einfach nochmal neu machen und Kleinigkeit überarbeiten würde. Die gute Sache ist, die meisten von euch haben das Video sowieso noch nicht gesehen, also hey, das ist eine Sache, die kommen wird. Ich habe auch eine richtige neue Folge aufgenommen und das ist, was war da im Mixer 2. Kommt eventuell dieses Wochenende, aber ich bin noch nicht sicher. Wir werden sehen. Punkt Nummer 2, der wirklich wichtige Punkt für dieses Video ist, dass ich die einzige Kochshow mit realistischen Maßstäben als Kanal etwas ausweiten möchte. Und zwar folgende Sache. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich in letzter Zeit meine Kanäle etwas neu strukturiert. Damit meine ich, ich habe meinen Streaming-Kanal gekickt soweit. Ich meine, die Videos bleiben online und so. Also ich werde nichts mehr hochladen. Stattdessen werde ich die Stream-Aufzeichnung direkt auf Mythos of Playing hochladen. Wie sage ich das am besten? Was für mich bedeutet, dass ich mich nur noch um 3 Kanäle kümmern muss, statt um 4. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, auch wenn der Arbeitsaufwand im Endeffekt gleich bleibt. Aber glaubt mir, das ändert eine Menge. Einfach vom Mindset her, versteht ihr? Und folgender Plan, wie es von der Aufteilung ist. Ich meine, Emoji, das ist das Übliche für das geskriptete Dokumentationszeug quasi. Wo ich übrigens fürs Protokoll diese Woche das hier reinbekam und das ist verkehrt rum. Zum einen. Zum anderen, das sind die N- und B-Blocks von Nintendo. Das heißt, Nintendo hat mal Klemmbausteine gemacht. Was übrigens ebenfalls ein Markenname ist, den man nicht mit was anderem verwechseln sollte. 20 Mal im gleichen Video. Das war ein Fehler in dem Nutella-Schoko-Creme-Video. Ich meine, in dem Punkt ist es egal, es ist ein Nutella-Video gewesen. Auf jeden Fall habe ich darüber ein Video, werde ich darüber ein Video machen, was ganz cool wird. Das ist halt nicht wirklich irgendwas mit irgendwas zu tun, aber es kam an und ich wollte es nur anmerken. Genau, MOG für skriptete Videos und sowas, MOP für, ich würde sagen, für das Uncut-Zeug und Gameplay-Zeug. Und dann kommen wir auch schon zum Knackpunkt. Die einzige Kochshow mit realistischen Maßstäben oder Dickmirimme ist an sich der Kanal, der nur für Kochvideos ist. Und sie werden auch auf jeden Fall, also Videos, die mit Essen zu tun haben, okay? Ich koche nicht in jedem Video. Ich weiß. Versuchen wir gar nicht erst darüber nachzudenken. Auf jeden Fall habe ich auf MOP auch immer wieder mal so kleine, editierte Nicht-Gameplay-Videos gemacht. Wie zum Beispiel Schmuggels Schmökerstunde. Fantastischer Name. Und das waren die Videos, in denen ich einfach durch Zeitschriften blättere oder sowas. Oder mit diesen komischen Gamer-Lifehacks, die ich angeschaut habe. Und ich denke, ich würde, oder es wäre sehr sinnig, wenn ich einfach diese editierten Nicht-Gaming-Videos ebenfalls auf diesen Kanal bringen würde. Denn von der Aufmachung her sind sie essentiell sehr, sehr, sehr ähnlich im Vergleich zu den Kochvideos. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass es nicht mit Koch zu tun hat, aber die Videos an sich laufen auf dasselbe hinaus, auf dieselbe Art, denselben Humor und sowas. Und dementsprechend dachte ich mir, ja, ich denke, wenn ich die drauf packe, dann hilft mir das noch weiter, mehr Ordnung in die Kanäle zu bringen. Das heißt, dann ist der Kanal quasi für dieses editierte Nicht-Gaming-Zeug. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und passend dazu wird auch die Tage die nächste, beziehungsweise die erste auf dem Kanal, Schmuggli Schmökerstunde kommen. Der Kanal heißt ja Dickmirimme. Das heißt, das K könnte für alles stehen. Zum Beispiel im Falle von den Zeitschriftenvideos die einzige Katalogshow mit realistischen Maßstäben. Aber das ist ein Konzept, das ich fallen lassen werde, weil mir die meiste Zeit über nichts einfallen wird. Aber ja, das ist prinzipiell eine Sache, auf die ihr euch auf diesem Kanal einstellen könnt, dass ich ein paar von diesen Videos hochladen werde. Um mir etwas mehr für den Fall einer Flaute, was die Essensvideos angeht, wenn mir gerade nicht so viel einfällt. Oder generell einfach ein paar von den Videos bringen, generell ein bisschen Abwechslung.
Und da sie, wie gesagt, von der Art her sehr ähnlich sind, denke ich, dass es nicht allzu groß, dass es kein allzu großes Problem werden wird. Aber ich hätte das Gefühl, ich soll es anmerken, denn sonst wird das Ganze für viel Verwirrung sorgen. Ich kann wieder anhören, oh, kannst dich nicht mehr für einen Kanal entscheiden. Ich versuche es und ich versuche aktuell einen Sinn hinter den Kanälen zu finden, wo ich welche Videos hochlade, statt einfach quer über alle Kanäle verteilt. Und ich bin aktuell auf einem guten Weg und deswegen müssen die Videos auf diesem Kanal landen. Ja, das bedeutet mehr Videos auf dem Kanal. Das ist eigentlich alles. Und gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Kanal ist bald ein Jahr alt. Fürs Protokoll. Wir kamen weit. Dieses Jahr habe ich nicht viele Videos hochgeladen, aber vielleicht fällt mir was zum Einjährigen ein. Aber wahrscheinlich nicht. Bis dann.